erst einmal hier vom Glas schauen. Immer. Das war so, die hatte nie. Ja, Wasser dreht sich immer ein. Immer. Genau. Entweder links sein oder rechts sein. Genau. Und durch den Trichter sowieso. Schau, wenn ich da anlege, dreht er sich, sagen wir, links. Mhm. Und drehe ich und lasse hier einlaufen, dreht er sich rechts. Also, das spielt aber keine Rolle. Die Natur benutzt beide Richtungen. Ja. Weil viele sagen, links oder rechts lauf. Und da kannst du mal drauf an, von wo du es anguckst. Weil, ne, dieses wenige Wasser läuft Tag und Nacht im Kanal. Ja. Bis zur Kläranlage ist der Kanal in Ordnung wegen diesem Wasser. Mhm. Das hat ja einen Sinn. Und ja, dann diese Edelsalze. Dann decke ich es immer zu. Und du alles, wenn es frisch angepasst ist, tust du hier schon waschen. Mhm. Ich brauche fast keine Spülmittel, weil wenn ich es eintrocknen lasse, dann wasche ich es lange an. Natürlich habe ich hier durchs Heizen Heißwasser. Jawohl. Das tue ich auch sehr viel, benutze ich das. Weil das ist ja nebenbei. Früher, ja. Da gibt es auch zentral so Wände, die sind mit Wasser voll, kann man auch zentral heizen. Ich habe sehr viele Öfen verkauft und ich war bei einer Grossistenfirma, konnte mit ganz schweren Sachen alles alleine machen. Durch diese Kipp, mit diesen zwei Rädern, mhm, mit diesen Hebwagen. Eine Hebe geschaffen. Natürlich, das benutze ich auch ab und zu, aber wenig. Wenn irgendwas ein bisschen, oder auch sogar ein Edelstahlwolle, wenn was anbrennt. Ja. Aber dann habe ich schon ein bisschen Waschmittel. Oder da das Herdbanke. Ich habe selber Autokühler hier zusammengelötet. Mhm. Dann musst du so Kühler auf die Temperatur kriegen und dann mit Elektrokolben schön verlöten. Mhm. Weil sonst, oder mit der Flamme. Ich habe auch dort gelebt. Ja. Aber stimmt, dann so kriegst du ja die Wärme nie rein, ne, mit dem Ölkolben. Wenn was gleich brennt, dann nehme ich sofort die Lampe, mhm, und es brennt schon. Jawohl. Muss ich immer bei Kontrollen muss ich es wegräumen, weil das da sollte nicht sein.